Zone. Hallo allerseits, herzlich willkommen zu Miniland Adventure. Wir spielen mal das Tutorial, würde ich sagen. Und schauen mal, worum es hier geht. Oh, okay. Bewege dich mit Left Stick, das schaffen wir. Erweiterung der Welt. Durst und Hunger. Achso, hier können wir ein paar Sachen uns anschauen. Interaktion mit Objekten. Mit dem linken Trigger. Okay, ich glaube, es ist besser, das Ganze mit Maus und Tastatur zu spielen. Da passen natürlich jetzt die... Ah ja, interagiere mit der rechten Maustaste. Okay. Bewege Gegenstände mit linken Maustaste ins Inventar. Ja, hätte ich versucht. Naja, schauen wir mal. Okay. Basteln. Nimm die Gegenstände. Du kannst das Inventar jederzeit mit Tab öffnen. Also mit linker Maustaste. Ach so. Ah, ich bin... Okay. Nehmen. Hier hinklicken. Okay. Stelle das Bett auf Möbeltisch her. Ah ja, okay. Wir können das hier zum Beispiel machen. Das, was hell ist, können wir machen. Okay. Können wir herstellen. Okay. Werkzeuge. Eine Steinaxt, eine Steinspitzhacke. Okay. Gut, ein Pinsel. Wie? Ach so, die... Ah, okay, beim Inventar, die obere Leiste ist unsere Schnellleiste. Okay, gut. Ich würde sagen, wir spielen einfach mal und die Wüste zur Welt einmal überleben. Normal und los geht's. Und wir lernen beim Spielen. Das ist aber klein. So, was haben wir? Einen scharfen Stein. Eine Steingießkanne, ein Rettich und eine Tasse. Okay, wir können mit der linken Maustaste jetzt irgendwie das fällen, die Bäume. Mit den Schafen können wir nichts machen, soweit. So, wir können jetzt Standardbrett herstellen, Stock herstellen. Eine Tasse bringt uns nicht viel. Wir wollen, was wollen wir? Eine Werkbank. Das heißt, wir brauchen 4 Stäbe, Stöcke haben wir. Und wir brauchen 3 Standardbretter. Somit können wir eine Werkbank herstellen und die werden wir hier herstellen. Sehr gut. Was können wir noch machen? Fackel. Das hier sind nur Bretterstöcke. Ein scharfer Stein, eine Tasse. Tasse mit Wasser. Knochenmehl, Eimer mit Schnee. Wolgan, wir können hier eigentlich im Moment nichts anderes machen. Wir können... Habe ich die jetzt gegessen? Die Eicheln können wir wieder pflanzen. Ein Baumstamm haben wir. Damit können wir eben... Daraus können wir Bretter machen. Aber wir können im Moment echt nur...
Nö. Eine Truhe könnten wir basteln. Einen Werkzeugtisch. Ein Schild. Ein Werkzeugtisch ist mal cool. Den stellen wir uns hier hin. Und hier, schau, schau. Ja, für diese Sachen bräuchten wir... Ich glaube, da bräuchte ich das Tutorial. Ich müsste nur wissen, wie ich hier quasi die Welt erweitern kann. Das wäre schön. Ah, das ist Sortieren. Vielleicht gibt uns die Tastenbelegung einen Hinweis. Move Vertical Back Inventory World Editing mit Space. Haha. Haha. Okay. Wow. Wir können uns hier die Welt bauen, wie sie uns gefällt. Das ist ja cool. Mit dem spitzen Stein, scharfen Stein, bauen wir hier noch Steine ab. Und ich hoffe stark, dass ich jetzt zum Beispiel hier eine Steinspitzaxt machen kann. Ein Rettich. Vielleicht kann ich den Rettich anpflanzen. Kann ich tatsächlich. Wie cool. Okay, wir brauchen weitere Steine. Die holen wir uns jetzt hier mit der Spitzaxt. Dann kann ich nämlich auch eine Steinaxt herstellen. Kann ich mit der Gießkanne... Wie kann ich die Gießkanne auffüllen? Weiß ich noch nicht. Wir werden mal die Bäume hier fällen. Ein bisschen Platz schaffen. Und mal schauen, was das hier ist. Was ist das? Gibt es hier auch irgendwie eine Taste zum Schauen? Bestandsverzeichnis, Errungenschaften, Tutorial-Buch ist cool. Fallen lassen. Tutorial-Buch ist der T. Steuerung. Ändere Gegenstände, Tab, das, okay. Errungenschaften. Aha. Erkundung, besuche den Untergrund. Landwirtschaft, boah, okay. Platziere einen Ofen, Kupfererz. Hui. Eine Truhe ist eine gute Idee eigentlich. Die Frage, die sich mir jetzt gerade stellt, nachdem jetzt hier oben links sehe ich Tag 1. Wenn hier Tag 1 steht, heißt das auch, es gibt eine Nacht 1 und so weiter. Also, es gibt Nächte. Wird das gefährlich oder gibt es hier auch keine Nächte und das ist nur einfach ein Zähler, der jetzt sagt, okay, jetzt ist Nummer 1, Nummer 2. Ah, das hier ist Rettich. Und zwar bekomme ich hier dreimal Rettich draus. Verzauberter Pilzeintopf. Eimer mit Wasser. Ich brauche eigentlich Tasse mit Wasser. Eigentlich brauche ich nur Wasser. Aber vielleicht kann ich wirklich mit der Tasse... Tasse mit Salzwasser. Ich glaube, das habe ich jetzt getrunken. Die Steingießkanne kann ich so nicht auffüllen. Oder doch? Doch, die... Ah, die habe ich aufgefüllt. Okay. Und das bringt immer
dreimal Rettich. Das heißt, ich kann hier... Okay, essen. Und ich kann hier ordentlich anbauen. Okay. So weit, so gut. Mit den... Die Eicheln hier... Die... Ups. Die Eicheln hier, die kann ich... Auch... Ach. Auch hier pflanzen. Und das heißt, hier werden hoffentlich bald ordentlich Bäume wachsen. So, die Steine hole ich mir noch. Dann wäre es auf jeden Fall gut. Wir haben eine Quelle zum Essen. Aber jetzt wäre es echt noch gut, eine gute Quelle fürs Trinken zu bekommen. Außerdem, was auch noch ganz toll wäre, erstmal eine Truhe. Ein Ofen wäre auch gut. Irgendwie ein Bett oder ein Haus, das wir uns bauen können. Ich glaube, dass das eventuell ganz wichtig werden könnte. Okay, hier können wir dann Sachen aufbewahren. Schön, schön, schön. Zum Beispiel hier unseren scharfen Stein. Den benötigen wir, glaube ich, jetzt erstmal nicht. Ah, okay, es gibt doch... ich dachte schon, es gibt keine Haltbarkeit. Hier sieht man so ganz klein eine Leiste. Hier, der hat ein wenig mehr als der. Also wahrscheinlich, wenn ich hier das noch ein paar Mal benutze. Naja, so richtig. Schaut jetzt nicht so aus, als würde das... Oder geht der Balken rauf? Der Balken der füllt sich. Oder? Sieht schon irgendwie so aus. Ja doch, der Balken füllt sich. Und dann müssen wir wahrscheinlich neue herstellen. Ein Schwert wird wahrscheinlich auch eine ganz gute Option sein. Ein Speer, ein Hammer, wofür wir... Ja, weiß nicht, wofür wir den Hammer benötigen. Es wäre dann ein Tischlertisch wahrscheinlich ganz gut. Steine haben wir. Wir haben keine Stöcke. Und wir brauchen... Bretter, dann können wir jetzt einen Tischlertisch herstellen. Jetzt wird es schon interessant. Jetzt. Ha, okay. Holzwand. Okay, wir brauchen viele, viele Bretter. Holzwand, eine Holztür. Okay. Ich fürchte, wir müssen uns ein wenig beeilen, wenn wir uns noch ein kleines Heim bauen wollen. So, hier haben wir die Standardholzwand. Wir werden jetzt einfach toll. Und hierfür brauchen wir wahrscheinlich den Hammer. Wenn wir so doof sind wie ich, dann brauchen wir hier einen Hammer. Dann machen wir hier doch die Türe. Und ja, das machen wir halt vorerst mal weg. Dann haben wir ein schönes Heim gebaut. Und das werden wir natürlich erweitern, indem wir das Zeug hier alles reinpacken.
Wir haben zu wenig Materialien. So, jetzt haben wir zu wenig. Ich hätte eigentlich einen Hammer bauen wollen. Dazu habe ich jetzt überhaupt zu wenig von allem. Ein Bett wäre noch cool. Ich bin mir sicher, es gibt ein Bett, wo wir die Nacht überspringen können. Tja. Gießkanne. Ah, hier, das. So, hier haben wir eine Truhe, Leiter, Werkzeugtisch, Tischlertisch, Möbel. Ein Möbeltisch, ja, okay. Das wäre wahrscheinlich die Option. Hier bauen. Ich weiß auch noch nicht, wie wir zu weiteren Weltkacheln kommen können. Das wäre bestimmt im Tutorial irgendwo erklärt gewesen. Aber schauen wir mal. So, ich glaube, ja, jetzt ist gleich bei der Axt der Balken voll. Das heißt, gleich müsste die wahrscheinlich kaputt sein. Schauen wir mal. Noch nicht. Jetzt. Okay, also es ist tatsächlich so. Wir müssen hier. Warum kann ich keinen. Ach so, jetzt. So, eine Axt müssen wir auf jeden Fall bauen. Und was brauchen wir hier? Wir brauchen Steine für den Hammer. Das sollte eigentlich schon reichen. Einen Steinhammer. So, jetzt. Jetzt wird's interessant. Ach, so, jetzt, weil ich will das hier wegmachen. Ja, so viel dazu. Vielleicht geht's auch einfach mit der Axt. Okay. Da kann ich das hier auch abbauen. Okay. Und wir können das dann. Hier hinbauen. Und. So, ein bisschen umbauen. Ich würde gerne die Tür hier hinbauen. Erstmal machen wir das so und hier machen wir erstmal die Holztür hin. Sehr schön. Jetzt können wir die restlichen Dinge hinbauen. So, sieht doch schon ganz gut aus. So, wir haben einen Werkzeugtisch, wir haben einen Tischlertisch, wir haben einen Möbeltisch. Was sagen uns diese Sachen hier? Was sagt uns das Tutorialbuch über die Welterweiterung? Jeden Morgen kannst du einen Biomtyp auswählen, den du erhalten möchtest und ihn dann in der Welt platzieren. Okay.
Sehr cool. Dann, ach so, wir haben keinen Möbeltisch. Wir wollen einen Möbeltisch bauen. Dafür brauchen wir. Was brauchen wir? Noch zwei Steine. Und ich hoffe, dass wir dann irgendwie die Schafe, vielleicht nehme ich eins mal. Da bekommen wir Wolle und rohes Hammelfleisch. So, Möbeltisch. Ich nehme stark an, dass wir uns hier ein Bett bauen können. Und zwar brauchen wir 6 Wollgarn. Puh. Wir können hier 2 machen. Gibt es hier was anderes auch noch? Schere. Ha. Da brauchen wir 2, was auch immer das ist. Schade, dass ich das hier nicht schauen kann, was das ist. Hier sehe ich es nicht. Hier sehe ich es nicht. Ich weiß nicht, wo ich das herbekomme. Ach so, Blödsinn. 2 diese Dinger hier. Ja, trotzdem weiß ich nicht, was das ist. 2. Hier sehe ich es nicht. Nö. Halsband, okay. Was kann ich hier noch bauen? Wasserspender. Brauche ich einen Eisblock? 2 Eisblöcke. Okay. Sattel, Seil. Sprinkler. Lavafalle, Portal. Wow, Bombe, Jack-o'-Lantern. Halsband, Stachelfalle, heilende Statue. Ein Amboss. Hier, genau, hier. Ach so, wo ist denn der Ofen hier? Der ist hier. Ha. Erstmal kommt ihr in. Ach so. Wir müssen unser Haus erweitern. Wir müssen das Haus erweitern. Und zwar machen wir das so. Okay, da brauchen wir die Spitzhacke dazu. So, und schon haben wir das Haus erweitert. Der kommt hier hin, die Truhe kommt in dieses Eck. Ha, so, und jetzt können wir hier. Das ist Zinn. Wir können erstmal Kohle, könnten wir machen. Feuer können wir machen. Gut. Ah, und hier können wir die Tasse mit Wasser quasi aufkochen. Gekochtes Hammelfleisch können wir auch machen. Das machen wir auch gleich mal. Ach so. Ah, und hiermit können wir Feuer machen. Wir werden uns jetzt kurz eine Tasse holen. So, mit Salzwasser. Wenn wir jetzt hier hingehen, können wir daraus. Ach so,
daraus eine Tasse mit Wasser machen. Und die können wir jetzt gefahrlos trinken. Und nö, nicht rohes Hammelfleisch, wo ist das? Ach so, wir haben noch kein gebratenes. Gekochtes. Das werden wir uns jetzt kurz zubereiten. Oh, die Bäume wachsen. Achso, ich habe kein Feuer mehr. So, jetzt. Und jetzt haben wir auch wieder ein bisschen ein bisschen Hunger wegbekommen. So, gegossen ist alles. Und wir haben jetzt ein Biom, das wir uns aussuchen können. Oak Forest, Birch Forest, Highland, Grassland, Bamboo Forest, Cherry Blossom Forest, Savanna Desert, Ice Biome, Mountain, Spruce Forest. Mountain sind die hier. Spruce Forest, Snowy Forest, Redwood Forest, Maple Forest. Das ist ja interessant. Boah, vor allem, es ist... Ja, es ist unglaublich, wie lange das wahrscheinlich brauchen wird, damit wir hier weiterkommen. Damit wir hier ein paar Kacheln bekommen. Ich werde wohl, bis wir so weit sind, dass wir uns eine Schere machen können, werde ich wohl noch ein paar der süßen Schafe mir aneignen werden müssen. Ja. Tut mir leid. Vier Wolle. Mit vier Wolle können wir wo? Irgendwo Wollgarn machen. Wir haben jetzt vier Wollgarn. Wir brauchen sechs davon. Das heißt, ja, es muss leider noch eins dieser Schafe. In die ewigen Jagdgründe gehen. Warum geht... Ach so, hier. So, jetzt haben wir genug für ein Bett oder für ein Goblin-Bett. Keine Ahnung, was der Unterschied ist. Aber ich mache jetzt mal ein Bett. Was haben wir hier? Fichtenzapfen. Moment. Ein Fichtenzapfen, daraus wird wieder eine Fichte. Hierhin. So, raus mit dir. Wir haben ebenfalls eben unser Bett. Das werden wir mal hier hinstellen. Das geht sich aus. Und wir können dann schlafen, aber eben nur nachts. Dann können wir uns wieder ein bisschen eine warme Tasse zubereiten. Kohle. Eintopf. Da gibt's Sachen. So, jetzt haben wir mal hier genug Feuer. Zinn wir werden hier nichts rausbekommen. Nichts anderes außer Stein, nehme ich an. Sieht wohl so aus, ja. Ich nehme mal an, dass wenn es was anderes wäre, wird es wahrscheinlich eine andere Farbe haben. Ich nehme an, wir sollten vorerst...
hier haben wir noch zwei rohe Hammelfleisch. Vorerst hier irgendwie auf Rettich als Nahrung zugreifen. Ich glaube, wir machen uns noch mal ein bisschen... Ach so, wir haben schon die Tasse Wasser. Die werden wir gleich mal trinken und eine weitere holen. Das ist jetzt wahrscheinlich zu Beginn etwas mühsam. Naja, wir haben den Stein wieder. Die Holzwand brauchen wir im Moment auch nicht. 32 Eicheln. Ich werde die jetzt trotzdem, Platz haben wir hier oben, einfach mal pflanzen, damit wir auf Dauer ordentlich Holz haben. Boah, immer noch so viel. Ja, ein paar heben wir uns auf. Das sollte doch erstmal reichen. Jetzt ist er hier rennen, bei uns herrennen. Okay, 9 Eicheln sind übrig. 32 dürfte die Stackgröße sein. Ein Stack gehen wir mal hier hin. Aha, hier bekommen wir dunkle Baumstämme. Aus dunklen Baumstämmen bekommen wir dunkle Bretter. Okay. Schauen wir mal, was die Herausforderungen. Erkunde den Untergrund. Könnte hier eine Leiter. Ja, Wolle. Ich würde mal sagen, wir versuchen noch einen Mountain. Highland. Oder mal ein Highland. Wir versuchen mal ein Highland. Oder 10. Wow. Ich dachte, wir bekommen nur 1. Das ist echt sehr cool. So, eine neue Spitzhacke. Wir können hier in den Untergrund. Und hier kommt schon ein Gegner. Oh. Ich denke, wir sind gestorben. Und jetzt will ich ein Seil. Entschuldigung, aber ich will ein Seil. 5 Wolle, das reicht für ein Seil. Wir brauchen noch... So, jetzt können wir nämlich eine Leiter bauen. Gibt's hier... Shift-Links-Klick. Okay, Shift-Links-Klick. Transferiert das schnell rüber. Ich versuche jetzt mal... hier eins hinzubauen. Oh, was ist das? Ah, das sind die Steine. Ah, das... Okay. Das ist gut. So, diese glühenden Pflanzen hier, die wollen wir mal abbauen. Kristallsplitter. Das sind keine Pflanzen, okay. Was ist das? Steinkohle, okay. Da kommt schon wieder was.
So, wir gehen mal wieder rauf. Ich hoffe, die kommt nicht hinterher. Nö, sieht gut aus. Ein bisschen schade um die Schafe ist es. Wir können allerdings Zäune bauen. Wobei das doch sehr, sehr viel Platz beansprucht oder auch Ressourcen beansprucht. Es wird jetzt auf jeden Fall gerade Abend. Aha, und hier vergeht dann die Zeit schneller. Wenn ich hier runtergehe, dann ist das Ding immer noch hier. Das finde ich, das finde ich schön. Jetzt können wir hier ein bisschen. Ah, das ist noch zu früh. Da bekommen wir nur ein paar Baumstämme, aber noch keine Eicheln. Wie sieht's hier aus? Dreirettig. Sehr gut. Das hier ist fertig. Die kann ich ernten und auch gleich wieder anpflanzen. Das so, dann haben wir jetzt mal 12 hier. Machen wir hier noch welche. Ja. Rechte Maustaste. Und zack, okay. Machen wir. Moment, wir haben hier was bekommen. Ah ja, okay, jetzt haben wir nur 4 bekommen. Oh, was ist das? Ist der gut oder böse? Ah, ich muss schon sagen, das macht schon wieder total Laune hier, das Spiel. Das ist wieder eins für. Oh, kommt der her oder? Bist du gut oder schlecht? Ein Tischler. Oh, benötigt ein Koboldbett, dann bleibt er bei uns. Oder wie? Ein Koboldbett. Moment, ich schaue, wie ich das mache. Ah, oh, das ist cool, das ist cool. Ich brauche ein Koboldbett. Das ist ein Goblinbett. Wir brauchen ein Koboldbett. Wo gibt's das? Hier nicht. Jetzt schaue ich noch Kristall. Kann ich. Ich glaube hier zwar nicht, aber kann ich das anbauen irgendwie? Nö. Das sind Kristalle. Was kann ich damit machen? Ein Steinboden könnte ich machen, Steinwand. Das ist hier nicht. So toll. Wie sieht's hier aus? Zünde eine Bombe. Nö. Sattle ein Alpaka auf. Ja, da bauen wir einen Sattel. Baue einen Rubin ab. Wachse ein Redwood-Baum. Aha. Brokkoli, Kaktus. Schere ein Schaf. Ja, das wäre eigentlich. Ups. Das wäre eigentlich Teil des Plans. Schmelze ein Kupfererz. Brauche ich erstmal Bronze. Ja. Koche einen Eimer mit Salzwasser auf. Können wir hier einen Eimer? Ja, da brauchen wir Zinn. Steingießkanne, Kupfergießkanne, ein Lasso, eine Schere, ja. Ja, vom Werkzeug her
haben wir alles, was momentan für uns möglich ist. Eine Lampe wäre auch ganz cool. Wir brauchen überall Zinn irgendwie. Ein Grabstein können wir bauen. Warum auch immer. Ich meine, hier werden wir einen brauchen, wenn wir das machen. Wenn wir hier wieder runtergehen. Oh, Spargel. Spargel können wir natürlich dann auch anbauen, nehme ich an. Oder essen. Ach. Okay, zumindest 3 Spargel haben wir angebaut. Der hier sollte hoffentlich auch nett sein zu uns. Sieht gut aus. Da bekommen wir wieder irgendein besonderes Holz. Roter Baumstamm. Das hier Redwood. Okay. Jetzt könnte ich hier eben einen Redwood-Baum pflanzen. Und jetzt will ich dann auch gleich wissen, ob ein Redwood-Baum zum Beispiel hier in diesem Biom sein muss. So, wir haben 4 Redwood-Zapfen. Das ist ideal, weil wir werden jetzt... Ah ja, muss auf einen anderen Boden platziert werden. Okay, wir müssen die hier hinbauen. Ich hätte versucht, die hier rüber zu pflanzen, einfach um zu sehen, ob es funktioniert. Tut's nicht, also kein Problem. Das ist schon interessant mit den verschiedenen Holzarten. Wir haben hier noch eine Leiter, die könnten wir jetzt mal hier hinbauen und schauen. Was ist das? Ah. Hier sind wir zumindest sicher vor Zinnerz, jawoll. Sicher vor diesem Vieh. Das finde ich jetzt gut, weil jetzt können wir ein bisschen Zinn herstellen und wir brauchen dringend was zu essen. Essen und trinken. Wie sieht es essensmäßig aus? Wir haben 2 rohe Hammelfleische. Fleisch. Da können wir hier auf die Schnelle. Hier haben wir noch. Zack. Hier haben wir noch was zu trinken. Das ist gut. Das werden wir dann auch gleich weiter verarbeiten. Sehr schön, sehr schön. Das Hammelfleisch. Oh, sehr schön. Also Hammelfleisch ist schon sehr, sehr ergiebig. So, jetzt können wir bisschen Zinnerz herstellen. Und da brauchen wir, ich glaube, jeweils 2 Stück, oder? Ja, hier war das. 2 für einen Eimer, 2 für eine Schere. Ich glaube, fast wichtiger wäre, vorerst einen Eimer herzustellen. Dann können wir die Tasse mal weglassen, weil ich glaube, ein Eimer mit Wasser bringt deutlich mehr. Jetzt können wir eine Schere herstellen und jetzt können wir die Schafe scheren. Ha! Bringt uns auch 3 Wolle.
Kann ich das mit den Alpakas? Nö. Bringt uns auch 3 Wolle, aber bringt halt das Schaf nicht um. Was ja zu bevorzugen ist, würde ich mal so sagen. Jetzt können wir den Eimer mit Wasser machen. Und Pilz, gut für eine Suppe, okay. Die Tasse packen wir rein und ein Zinn brauchen wir im Moment auch nicht. Eimer aber mit Wasser, okay. Der macht hoffentlich jetzt das Ganze dann voll. Schauen wir mal. Wir könnten hier unten noch erweitern. Machen wir vorerst nicht. Jetzt schauen wir mal, was noch daherkommt an, was wir uns als nächstes nehmen. Vom Biom her. Ich bin jetzt gespannt auch, ob die noch mal wachsen. Ob die noch was hergeben für uns. Ich will wieder Eicheln haben, damit wir wieder pflanzen können. Das wäre eigentlich wünschenswert. Interessant ist auch, ob echt mal Gegner kommen am Abend, in der Nacht. Lampen sind auch noch, wären auch noch gut. Da wäre jetzt auch die Frage, ob ich die wohin stelle oder ob ich die quasi mit mir mitführe. Ich glaube, das können wir ausprobieren, wenn ich weiß, wo das ist. Lampe. Wir brauchen... Okay, er kann leider nicht das Zeug aus den Truhen nehmen. Das wäre nämlich... Das wäre richtig nett gewesen. So, jetzt können wir zumindest hier eine Lampe bauen. Das geben wir wieder rein. Kalkstein. Stein, Kalkstein. Das können wir, die Splitter können wir mal rübergeben. Wolle haben wir auch momentan genug. Rettich. Ach so, Rettich, beliebt bei Schafen und Ziegen. Das heißt, die werden das wahrscheinlich auch fressen. Gekochter Pilzeintopf. Kupfer, Zinn. Schauen wir mal, was wir mit der Lampe, die, okay, die müssen wir wohl hinstellen. Ja. Ist aber schön. Das gefällt mir. Hat was Gemütliches. Aber aktuell sieht es wirklich noch nicht danach aus, dass irgendwelche Monster hier zugegen sind. Aber irgendeinen Sinn muss das doch haben. Oh. Ach so, wir brauchen... So, jetzt. Ja, irgendeinen Sinn muss das doch haben, dass wir hier Häuser bauen können. Wir brauchen auch ein Goblinbett. Können wir hier noch irgendwas... Ach so, ein Amboss, das wäre... Amboss wäre auch ein Ziel, das wir uns setzen können. Und eben hier ein bisschen ausbauen noch, damit wir uns ein wenig besser bewegen können hier. Dann könnten wir unsere Farm quasi hier in diesem Bereich rüberlegen. Unseren Wald, der passt hier oben, aber dann können wir das Haus hier ein bisschen vergrößern. Schauen wir mal, ob die hier wachsen. Das tun sie nicht. Ach so, jetzt. Ah ja, okay, die wachsen tatsächlich noch ein bisschen. Und jetzt sind sie hoffentlich
Reif. Genau, sehr gut. Die geben jetzt auch Eicheln. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Wir werden dann genau hier noch ein wenig gießen. Ich glaube auch, dass die Gießkanne echt nicht gefüllt werden muss, sondern dass hier einzig und allein die Haltbarkeit runtergeht. Der Eimer Wasser bringt uns gar nichts. Den können wir nicht trinken. Wir brauchen hier tatsächlich die Tasse. Dann wird der Eimer wohl für irgendwas, zu irgendwas anderes gut sein. Auf jeden Fall müssen wir in der Nähe einen kleinen Platz freilassen, damit wir uns hier immer Wasser holen können. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Gut, also 2 bis 3 Mal Wasser geholt und abgekocht. Dann haben wir die Anzeige wieder voll. So, einmal machen wir es noch, aber werden es noch nicht trinken. Aber einer auf Vorrat ist immer gut. Schön, schön. Die werden hoffentlich auch, die Wolle wird hoffentlich auch bald mal nachwachsen. Ansonsten brauchen wir irgendwas, womit wir hier ein bisschen Licht machen können. Und ich glaube, ach, das ist nervig. Das Ding ist nervig hier. Oh, ich kann das hier durchtreffen. Oh, jetzt. Hohoho, hallo. Explosive Substanz haben wir bekommen. Au. Die Stacheln schmerzen. Stalagmiten. Das ist normaler Stein. Und es sieht so aus, als würde es Zinn. Also es würde erstens mal die Biome oben und unten übereinstimmen. Also nur in diesem Bereich hier werden wir Zinn finden können. Das geht über in normales Gestein hier und das hier ist in der Oberwelt quasi die Wiese. Oder ist noch einer? Das heißt für uns, wir müssen, um mehr Zinn zu bekommen, hier entweder Bamboo Forest oder Redwood Forest nehmen. Ich nehme das mal. Oh, da haben wir auch was bekommen. Wenn ich hier jetzt noch 2 hinbaue zum Beispiel, dann haben wir noch ein paar Stalagmiten. Und hier haben wir leider kein Glück, aber ich glaube, es ist wirklich so. Und ich kann nur an der Oberfläche das bearbeiten. Und das würde mich auch interessieren, was das Grüne hier ist. Womit ich das bearbeiten kann. Okay, also 1000 Sachen zu tun. Ich würde sagen, für heute war's das. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.